Servus Leute und willkommen zu einem neuen Event auf dem El Presidente Server in Altes Live. Heute haben wir ein kleines Rennen vorbereitet und ich kommentiere das heute mal nach. Und eine kleine Besonderheit haben wir auch noch in diesem Video. Deswegen ist das heute auch etwas kürzer als sonst, aber ich hoffe, es geht trotzdem klar. Ja, jetzt seht ihr das schon, dass ich das erste Mal das Starten verkackt habe, aber jetzt gleich, nachdem wir die Direktkommunikation in den Zeitchannel geendet haben, geht es gleich los. Und ich werde jetzt mal als Moderator fungieren. Und jetzt 3, 2, 1 und go. Das Rennen startet und ganz vorne rechts Fehlstart von dem orangen Auto. Alle fahren mit der Sportlimousine. Von ganz hinten wurde Gülwall hat ganz aufgeholt. Und natürlich jetzt der Admin C-Power mit dem grünen Auto ganz hinten. Aber was ist das? Jetzt kommen sie in Bedrängnis. Und jetzt tot durch Daniel und Yannick, der mittlerweile als Söldner fungiert. Gülwall jetzt von der Bildschirmfläche weg. Und wir fliegen mal etwas nach vorne zum Ziel, um dort den Zieleinlauf etwas besser zu sehen. Aber jetzt drehen wir uns nochmal um und möchten sehen, wo denn unser letzter Fahrer des Rennens geblieben ist. Der fährt ungefähr mit uns mit, noch auf der geraden Strecke zurzeit, und macht ein sehr solides Rennen. Jetzt an dem Auto, was quer auf der Straße einfach geparkt hatte, souverän vorbeigekommen. Jetzt nochmal die letzten wirklichen Kurven nehmen und dann gleich in die Zieleinfahrt. Und das sollte eigentlich ein sehr leichtes und gutes Rennen werden für den Herrn Präsidenten auf diesem Rennen. Da sehen wir auch das Ziel, das ist noch 1,4 Kilometer entfernt. Und ja, jetzt sehen wir ihn leider nicht mehr, weil wir ein bisschen zu weit weg sind. Aber dafür sehen wir gleich die Zieleinfahrt von ihm, wie er das ganze Rennen gewinnen wird. Und dann auch den großen Preis von Altes Live. Der El Presidente Server würde dann sich den großen Sieger nennen dürfen bis zum nächsten Rennen. Da sehen wir auch schon die grünen Rauchmarkierungen für das Ziel. Doch wo bleiben die Rennautos oder das einzige Rennauto, was noch übrig geblieben ist? Da unten fährt es auch schon. Die letzten Meter sind es jetzt noch für den Präsidenten. Und noch ein paar Meter. Und nun ist er im Ziel und hat das Rennen gewonnen. Und ja, das war jetzt ein ganz kurzer Ausschnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir das auch so ein bisschen mit eingeschnitten haben aus zwei verschiedenen Perspektiven. Und ja, jetzt werden wir gleich nochmal landen, was wir jetzt, und werden dem Präsidenten nochmal beglückwünschen für den Sieg und für den Titel des schnellsten Autos hier auf dem Server. Und zum Glück war keine Polizei dort, weil sonst hätte es natürlich einen saftigen Strafzettel gegeben. Und das war's auch schon wieder für dieses Event. Ich will nur noch sagen, halt die Ohren steif, gut Schuss, nein, Spaß, also halt die Ohren steif und ciao.